Heute tauchen wir tief in die Thematik ein, was ein Mann denkt, wenn er eine Frau liebt. Und du wirst sehen, das kann dem widersprechen, was du vielleicht vermutest. Männer und Frauen lieben unterschiedlich. Sie fühlen Liebe anders. Sie denken und agieren anders, wenn sie lieben. Die Handlungen eines Mannes unterscheiden sich von den Liebeshandlungen einer Frau. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Und da diese Handlungen nicht perfekt zusammenpassen, denken viele Frauen, er liebt mich nicht, während es der Mann doch tut. Und das gilt auch umgekehrt. Daraus kann eine gefährliche, selbsterfüllende Prophezeiung entstehen. Denn während du denkst, dass der Mann dich nicht liebt, wird sich dein Verhalten gegenüber des Mannes verändern. Das kann sein, dass du dich etwas zurückziehst oder dass du bedürftig und anhänglich wirst. Aufgrund dessen wird sich auch das Verhalten des Mannes dir gegenüber verändern. Und du wirst dir denken, siehst du, ich hatte recht. Aber in Wahrheit hattest du Unrecht. Und um diese Missverständnisse zu vermeiden, empfehle ich dir, dir dieses Video bis zum Ende anzusehen. Hallo meine Liebe, Roland Demian hier, dein Coach. Wenn du liebend gern eine Beziehung hättest, aber aus irgendwelchen Gründen will es einfach nicht klappen und nun willst du deine inneren Blockaden und Bremsen lösen und emotional stabil werden, um einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen, damit ihr beide eine glückliche und dauerhafte Beziehung führt. Lass uns nun einen kleinen Exkurs machen. Was du auf jeden Fall wissen solltest, ist, dass das männliche Gehirn und das weibliche Gehirn unterschiedlich sind. Und auch das ist wissenschaftlich bewiesen. In vielen Studien wurde festgestellt, dass das männliche Gehirn so funktioniert, dass es abschaltet und handelt, wenn Emotionen ins Spiel kommen. Bei Frauen hingegen ist es so, dass sie reden wollen, wenn es emotional wird. Naja, das macht die Sache nicht einfach in Beziehungen. Emotionen kommen hoch und Frauen wollen reden, während die Männer einfach die Schotten dicht machen. Nicht die besten Voraussetzungen. Das alles hatte mal seinen Sinn in der Steinzeit, als der Säbelzahntiger vor dem Mann stand und sein Gehirn herunterfahren musste, damit er sofort handeln kann. Frauen hätten wahrscheinlich in der Situation erstmal geschrien, was auch eine Form des Sprechens ist. Glücklicherweise sind wir nicht mehr in der Steinzeit, aber unser Gehirn hat aus der Vergangenheit einige Funktionen behalten. Und das hat Konsequenzen für die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wenn ein Mann sehr in eine Frau verliebt ist, dann ist das für ihn eine sehr starke Emotion. Aber er wird meist nicht viel darüber sprechen, während das bei einer Frau ganz anders aussieht. Die Frage ist nun, was denkt denn eigentlich ein Mann, wenn er eine Frau liebt? Und hier ist ein kleines Geheimnis. Wenn ein Mann dich liebt, dann will er dir etwas bedeuten. Das heißt, er sucht nach Wertschätzung, aber auf eine andere Weise, als du vermutest. Für eine Frau ist es ein Zeichen, dass sie von einem Mann geliebt wird, wenn er an sie denkt. Beispielsweise, dass er mit einer kleinen Überraschung für dich heimkommt. Oder dass er an gemeinsame Jahrestage denkt. Oder dass er dir gelegentlich mal tagsüber eine Nachricht schreibt, um dir zu zeigen, dass er mit seinen Gedanken bei dir ist. Würde dir das nicht auch gefallen? Ich denke schon. Es ist hier sehr interessant zu beobachten, dass die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, vielen Männern sehr wenig bedeutet und anderen Männern gar nichts bedeutet, weil ihnen andere Dinge viel wichtiger sind. Wenn eine Frau einen Mann liebt, denkt sie eher sowas wie, liebt er mich auch? Und wo führt das alles mit uns hin? Männer hingegen denken ganz anders, wenn sie eine Frau lieben. Sie denken eher so, bin ich ein toller Mann für sie, ein Alpha-Mann oder vielleicht sogar ein Held? Anders ausgedrückt, denkt sie, dass ich in einer Sache besser bin als jeder andere Mann? Der Mann will wichtig für dich sein, denn das gibt ihm Kraft und das tut seinem sensiblen Ego sehr gut. Ja, ob du es glaubst oder nicht, wir Männer haben ein sensibles Ego und das steckt hier irgendwo in uns drin. Darum will sich der Mann besonders fühlen. Er will sich so fühlen, als hättest du dir viele Männer aussuchen können, aber du hast dich für ihn entschieden, weil er etwas Besonderes für dich ist. Das, was ich dir eben verraten habe, würde dir ein Mann so niemals sagen oder er würde es vielleicht sogar leugnen. Die Herausforderung für dich ist, den Mann jedoch nicht zu früh auf ein Podest zu stellen und ihn zum Superstar in deinem Leben zu machen, während du selbst nur noch der Fan bist. Ja, ich weiß, manchmal scheint nicht alles so einfach in der Liebe zu sein, oder? Aber es kann trotzdem Spaß machen. Hier ist der zweite Punkt.
Wenn ein Mann dich liebt, dann bist du für ihn wertvoll, sonst würde er dich ja nicht lieben. Wäre es nicht schön, wenn du so kostbar für einen Mann wärst, dass er überglücklich ist, dich in deinem Leben zu haben? Der Mann hat diese liebevollen Gedanken dir gegenüber aufgrund der Herausforderung, die du anfangs für ihn warst und hoffentlich immer noch bist. Denn eine Herausforderung für den Mann zu sein, zumindest ein kleines bisschen, wird immer wichtig sein. Wenn ein Mann dich wirklich liebt, dann hat er irgendwo in seinem Verstand eine gewisse Angst und Sorge, dich zu verlieren. Und auch wenn sich das eigenartig anhört. Aber er braucht ein bisschen von dieser Angst und Sorge. Denn genau das erzeugt die Herausforderung. Hier ist ein weiterer Punkt. Weil viele Männer nicht großartig darüber reden, wenn sie Emotionen haben oder was Emotionen in ihnen erzeugt, wird er dir wahrscheinlich nicht 20 Mal am Tag schreiben, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich begehrt. Möglicherweise wird er es dir auch nicht oft sagen. Darum ist es umso wichtiger, dass du nicht nur auf die Worte eines Mannes achtest, sondern vor allem auf seine Handlungen und Taten. Und worauf du noch achten darfst, ist, dass seine Handlungen und Taten auch mit seinen Worten übereinstimmen. Hier ist eine wichtige Regel für dich. Sogenannte schlechte Männer investieren ein Minimum, um das Maximum von dir zu bekommen. Darum ist es hier sehr wichtig, auf seine Handlungen zu achten. Also mehr auf seine Handlungen zu achten als auf seine Worte. Aber du musst auch auf eine andere Sache achten. Und zwar, wenn ein Mann sich sehr liebevoll dir gegenüber verhält, aber dir oft sagt, dass er keine Beziehung will, dann solltest du auf seine Worte achten und die für bare Münze nehmen. Du musst immer darauf achten, dass Handlungen und Worte übereinstimmen. Um all die Punkte umzusetzen, die ich heute aufgezählt habe, ist es wichtig, dass du eine Sache ablegst. Die Angst, verlassen zu werden, beziehungsweise die Angst vor Ablehnung. Und das schaffst du, wenn du zur besten Version deiner selbst wirst. Wenn du also zu deinem besten Selbst wirst, dann bist du eine Herausforderung für den Mann und er wird Angst haben, dich zu verlieren. Du wirst zu deinem besten Selbst, indem du deine inneren Blockaden und Bremsen auflöst und emotional stabil wirst. Denn dann bist du in der Lage, deine Konsequenzen zu ziehen, wenn seinen Worten keine Taten folgen. Zu deinem besten Selbst zu werden, ist der Schlüssel. Denn du bekommst im Leben nicht das, was du willst, sondern immer das, wer du tief in deinem Inneren bist. Und wenn du jetzt zu deinem besten Selbst werden willst, um den richtigen Partner in dein Leben zu ziehen, dann sollten wir am besten per Zoom miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien Erstgespräch schauen wir, wie ich dir in deiner aktuellen Situation helfen kann. Bist du bereit, deine inneren Blockaden und Bremsen zu lösen, um einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen? Wenn ja, dann geh jetzt auf roland-demian.de oder klicke auf diese Infobox hier oben und melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch an. Ich freue mich auf dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und ich freue mich, dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen und sage alles Liebe, dein Roland.